willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir wieder drei Stapel mitgebracht und ein Pick-a-Card. Bitte wähle wieder ein oder mehrere Stapel aus und hör da bitte auf deine Intuition. Und wir starten auch direkt mit Stapel 1. Heute zu dem Thema, welche Geschenke bringen dir die Portale im März? Wir haben nämlich mehrere Portale und ich werde jetzt in jeder Legung auf die Portale eingehen und auf deine Karte, was im März nämlich alles passiert und wie du die Portale für dich nutzen kannst. So, lieber Stapel 1, herzlich willkommen bei deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ich gehe jetzt erstmal auf die Portaltage ein, die es im März nämlich gibt. Und dann schauen wir in deine Botschaften. Du hast ja schon den Mond gewählt, deshalb geht es bei dir auf jeden Fall um die Gefühle. Und wir haben zwei Portale, nämlich einmal am 10.3. den Neumond und am 25.3. den Vollmond in der Waage. Und ich denke, dass diese Portaltage für dich sehr wichtig sein werden. Aber gehen wir auch jetzt auf die anderen noch ein, nachdem ich schon mal deine Karten, also die ersten Karten, ausgelegt habe. Du hast als Botschaft Stopp. Es geht bei dir um Grenzen setzen und dass du herausfindest, was dich blockiert und dass du wirklich Raum schaffst. Und dass du von Herausforderungen auch mal einen Schritt zurückgehst und auch mal Nein sagst zu gewissen Situationen oder zu gewissen Menschen. Was hast du noch Schönes? So, du hast den Atem des Kosmos. Und da geht es wirklich darum, dass du aufhören darfst, das Universum mikro zu managen und viel mehr ins Vertrauen gehen darfst, dass das, was in deinem Leben passiert, halt einfach auch deinem Seelenplan dient und dem Universum. So, was haben wir noch für dich? Wow, dann hast du in perfekter Harmonie mit der Meisterzahl 11. Vielleicht bist du auch eine Meisterzahl 11 oder die 11 hat eine besondere Bedeutung für dich. Wir steigen da später auf deine Botschaften ein. So, meine Lieben, jetzt kommen wir aber erstmal weiter auf die Portaltage zu sprechen. Wir haben am 9. März, also am 9. März geht der Merkur in den Widder und das bedeutet, dass Beziehungen entweder tiefer werden und auf eine neue Stufe gehen oder du wirklich für dich siehst, dass Beziehungen dir nicht mehr dienen und deshalb Beziehungen auch auseinandergehen. Und das hat jetzt, in jedem Bereich kann das sein. Das kann sein, dass es berufliche Beziehungen sind, dass es private, freundschaftliche oder romantische Beziehungen sind, Familienmitglieder. Das kann wirklich alles sein. Und dass da jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen wird, bleiben die Beziehungen so, werden die jetzt wirklich tiefer oder sollen die aufgelöst werden. Dann haben wir am 10.3. den Neumond in den Fischen. Und es kann jetzt im März auch wirklich sein, gerade weil du ja auch noch den Mond hier hast, dass du den besonders stark spürst und du wirst dich um den Neumond herum, also am 10., aber das kann auch schon immer so ein, zwei Tage, also davor und danach sein, fühlst du dich wahrscheinlich müder als sonst und du solltest auch auf jeden Fall dir Schlaf gönnen an diesen Tagen und vor allen Dingen mit Affirmationen aufschreiben und dir darüber klar werden, was du wirklich für Ziele hast, was du für Intentionen hast, weil du da im Neumond halt immer gut neue Samen säen kannst, die dann zum Vollmond im Endeffekt auch geerntet werden können. Und es geht halt jetzt in diesem Neumond in Fische darum, und deshalb fühlst du dich auch so müde, dass deine Energie in anderen Dimensionen ist und deine Seele im Hintergrund, also dein Unterbewusstsein, sich ganz viel entwickelt, was du bewusst vielleicht auch alles gar nicht wahrnimmst, aber deshalb fühlst du dich müde.
dann ist es eine sehr gute Zeit generell im März zu investieren, und zwar in dich selber oder auch in deine Arbeit, in ein Business oder kluge Geldinvestitionen zu tätigen, aber auf gar keinen Fall im März einfach nur Geld auszugeben. Das ist auf jeden Fall die Energie, wo du aufpassen solltest, wo du lieber ins Sparen gehen solltest oder halt wirklich kluge Investments tätigen solltest, aber nicht einfach dein Geld ausgeben, wovon du später nichts hast. Dann haben wir am 11.3. die Venus in den Fischen, und da wird deine Kreativität total gepusht. Es geht darum, dass du also merken kannst, jetzt auch schon am Wochenende, also ein, zwei Tage vorher oder auch danach, aber vor allen Dingen am 11.3., dass du auf einmal neue Ideen bekommst, dass du auf einmal neue Impulse bekommst, dass du vielleicht auch nochmal reinbekommst, dass du dein Leben irgendwie verändern möchtest, dass du neue Ziele hast und dass du halt wirklich einen Kreativitätsschub bekommst und richtig im Flow bist. Und du solltest unbedingt deine neuen Ideen aufschreiben, und das kann auch zum Thema wirklich sein, dir neue Möglichkeiten zu erschaffen, wie du Geld generieren kannst, aber auch in Liebesangelegenheiten kann das sein. Dann haben wir am 19.3., dass die Sonne in den Widder geht. Und das ist wirklich ja wie so ein neuer Zyklus, der beginnt, weil der Widder ist ja das erste Sternzeichen im Horoskop, also im Tierkreislauf. Und wir gehen jetzt aus den Fischen, nämlich aus dem letzten Zeichen, heraus und gehen jetzt in den Widder. Und das bedeutet wirklich ein kompletter Neuanfang. Also wenn du dir in einem Bereich einen Neuanfang wünschst, dann ist das jetzt ab dem 19.3. die beste Zeit, dass da was Neues in dein Leben treten darf. Und du solltest unbedingt viel in der Natur sein und deinem Herzen folgen. Am 22.3. geht der Mars in die Fische. Und da geht es wirklich darum, dass du in die Selbstreflexion gehen darfst und dass du zwischen der Arbeit und deiner Freizeit, also auch ja im Endeffekt auch wirklich, was dir Spaß macht, deinen Hobbys und Zeit, in der du dich erholst, ein innerer Konflikt bestehen kann, weil du irgendwie das Gefühl hast dann ab dem 22., ich habe weder irgendwie genügend Zeit für meine Freizeit, weil irgendwie möchte ich jetzt mehr arbeiten, weil ich irgendwie neue Ideen habe, aber andererseits möchte ich auch mich ausruhen, und das könnte einen Konflikt generieren. Aber da bitte finde in die Balance, gib jedem ein bisschen Raum davon, und dann funktioniert das schon. Und dann, das wird für dich extrem wichtig sein, der Vollmond am 25.3. in der Waage. Da kann es sein, dass du plötzliche Neuigkeiten erhältst oder neue Situationen irgendwie auftreten. Und da ist es jetzt für dich ganz wichtig, ins Vertrauen zu gehen, Vertrauen ins Universum zu haben, in dich selber, dass alles so sein wird und so sein soll, wie es ist. Und das bekomme ich halt jetzt hier natürlich auch mit deinen Karten rein, dass du irgendwie manchmal nicht so in dem Vertrauen bist und versuchst irgendwie alles zu kontrollieren und das Universum eigentlich wirklich zu mikromanagen. Aber du sollst dich darauf besinnen, dass alles in einer perfekten Harmonie ist, dass alles so ist, wie es sein soll, und dass du da wirklich ins Vertrauen gehst. Und es kann halt jetzt auch sein, dass dir im März wirklich nochmal bewusst wird, durch all diese Portale, die da ja auch passieren. Wir haben noch zwei weitere. Einmal ist am 20.03. der Frühlingsanfang. Also ist ja auch nochmal wirklich die neue Saison. Der Frühling beginnt und ein neuer Zyklus beginnt. Also mit dem 19., wo ja auch die Sonne in den Widder geht, beginnt dieser neue Zyklus. Und am 20. wird das nochmal unterstrichen mit dem Frühlingsanfang. Und dann haben wir noch am 29.3., dass der Asteroid Pallas rückwärts läuft. Und ab da kann es nochmal passieren, dass vergangene Dinge, Situationen oder vergangene Menschen auch nochmal zurückkommen. Muss aber nicht. Es kann auch sein, dass dir einfach
Dinge, die du in der Vergangenheit gesät hast, also die Energie, die du ausgesendet hast, egal ob das eine gute oder eine schlechte war, nochmal zu dir zurückkommen kann ab dem 9.3. Und deshalb, wenn du Gutes gesät hast, kommt Gutes zu dir zurück. Hast du etwas Schlechtes gesät, kann halt auch was Schlechtes zu dir zurückkommen, weil das dann halt wie so ein Energieausgleich ist, der da stattfinden darf. Und deshalb liegt hier, glaube ich auch, weil ich hier in dem Stapel auch fühle, dass das Thema wirklich Grenzen setzen bei dir ein Thema ist und du das in der Vergangenheit nicht getan hast. Und ich glaube, bei dir ist es dann so, dass dir im März noch mehr etwas gezeigt wird aus der Vergangenheit, wo du dann heute anders entscheiden darfst. Schauen wir jetzt weiter in deine Karten. Wow, du hast Happy Happy. Also bei dir darf im März auch etwas passieren, was du dir wirklich wünschst und wo es Momente gibt, also entweder wird ein Wunsch wirklich wahr oder wo es echt Momente gibt, wo du wirklich glücklich bist. Und es ist hier auch auf jeden Fall dann für den einen oder anderen, dass du was Gutes in der Vergangenheit gesät hast und deshalb auch was Gutes zu dir zurückkommt und du da wirklich glücklich drüber bist. Schauen wir weiter. Wow, du hast den Bube der Gefühle. Bei dir, auch jetzt vor allen Dingen, weil es unter dem Mond liegt. Der Mond steht ja auch für deine Gefühlswelt. Und hier ist es jetzt nochmal, du darfst wirklich in dein Herz gehen. Du darfst dein Herz öffnen. Das ist ein Thema für dich wirklich im März, wieder dein Herz aufzumachen. Und da auch Menschen reinzulassen oder auch wirklich daran zu glauben, dass das Leben, was du dir wünschst oder den Herzenswunsch, den du hast oder mehrere Herzenswünsche, dass die wahr werden können, wenn du mehr ins Vertrauen gehst und aufhörst, alles kontrollieren zu wollen oder ja irgendwie in deine Richtung zu drängen, weil dein Verstand dir erzählt, dass das irgendwie nur so wahr werden kann oder dass das die richtigen Schritte sind. Es geht jetzt wirklich darum, mit deiner Intuition zu connecten, weil dafür steht ja der Mond, in deine Gefühle reinzugehen und wirklich in dich reinzuhorchen. Was möchtest du wirklich? Was sind deine wahren Herzenswünsche? Was sind deine wahren Sehnsüchte? Schauen wir weiter. I'm not available. Also ich bin nicht verfügbar. Und da habe ich das Gefühl, dass aus der Vergangenheit entweder ein Mensch sogar nochmal zurückkommt oder du auch mit demjenigen oder mit derjenigen konfrontiert wirst, egal jetzt, ob sie wirklich oder er mit dir in Kontakt tritt oder nicht, sondern du es vielleicht auch einfach nur durch etwas an diese Person erinnert wirst oder es vielleicht auch online siehst du irgendwas von dieser Person. Und das ist etwas, was du auflösen darfst, weil dieser Mensch war emotional nicht verfügbar für dich und ist es auch immer noch nicht. Und es kann auch sein, dass du hier eine Entschuldigung bekommst mit dem Bube der Kelche von dieser Person, die heute etwas reflektiert hat und schon irgendwo zu teilen versteht, dass sie gefühlstechnisch nicht wirklich verfügbar ist und dass es da Blockaden gibt. Das ist aber auch eine Spiegelung. Sorry. Das ist aber auch eine Spiegelung für dich selber. Ich glaube, du darfst selber nochmal in dich reingehen und nochmal erspüren, wo bist du denn nicht verfügbar? Und das kann in einem ganz anderen Bereich oder in einem ganz anderen Thema sein, als die Person aus deiner Vergangenheit, die dir aber gespiegelt hat, dass du selbst in irgendetwas nicht wirklich verfügbar bist. Und ich glaube, der März ist nochmal dafür da, dass du das erkennen darfst. Und deshalb wirst du vielleicht an diese Person auch erinnert oder sie kommt wirklich nochmal auf dich zu und entschuldigt sich oder sucht nochmal ein Gespräch oder man kommt da irgendwie nochmal in Kontakt oder du träumst auch von der Person. Das kann natürlich auch sein mit dem Mond, dass das gar nicht in der 3D-Welt, also in der physischen Welt wirklich passiert, sondern es durch deine Träume passiert und dass dir darüber nochmal was klar wird. Gucken wir weiter. Du hast die Tomate mit der Liebe und der Nummer 30. Ja, und bei dir geht es wirklich im März auch viel um Liebesthemen. Ich glaube, du darfst da wirklich nochmal in die Reflexion gehen, was in der Vergangenheit in deinen romantischen Beziehungen passiert ist oder auch in Freundschaften und wo du heute stehst, was du heute für Freundschaften hast oder was du heute für eine Liebesbeziehung hast. Du bekommst wirklich im März nochmal wichtige Erkenntnisse darüber.
Dann haben wir, dass du ja das Gute einatmen sollst und den Bullshit ausatmen sollst. Und das ist wirklich ein Verweis auf deine Chakren, auf dass du meditierst und dass du im März würde es dir wirklich dienen, viele Chakra-Meditationen zu machen und viel zu meditieren, um wirklich an deine Gefühlswelt und an deine Intuition zu kommen und dich mehr mit deiner Seele zu connecten, damit auch du in diese perfekte Harmonie gehen darfst, die dir das Universum nämlich eigentlich schon immer mehr zeigen möchte, dass es gar nicht notwendig ist, dass du immer mit dem Verstand irgendetwas ja versuchst so zu konstruieren, wie dein Verstand das möchte, sondern dass es darum geht, in den Flow zu kommen, dein eigenes Lied zu singen, so wirklich dich fallen zu lassen und einfach auch kreativ. Kreativ kannst du nur sein, wenn du im Flow bist. Also immer, wenn man im Flow ist, ich weiß nicht, ob du das hast, weil hier liegt natürlich auch die Musik. Vielleicht bist du auch Musiker oder Musikerin oder du hast wirklich ein Talent auch zu dichten, Texte zu schreiben, Songtexte zu schreiben. Oder eben auch Gedichte bekomme ich hier für den einen oder anderen rein. Dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche, wenn man in seinem Flow ist, in seinem Schreibflow, dass auf einmal Dinge kommen und wo man selber dann so beeindruckt von ist, dass man so tolle Reime zum Beispiel erschafft oder eben auch kreativ vielleicht auch bist du Maler oder Malerin und du auf einmal im Flow bist und so ein tolles Gemälde oder Zeichnung erschaffst oder ein Design, was auch immer es ist. Dann weißt du genau, wovon ich spreche und dafür musst du ja im Flow sein und nicht geblockt. Schauen wir weiter. Wait. Du hast auf jeden Fall im März etwas, was glaube ich eher, wenn da etwas ist, was du dir wünschst, was im März passiert, habe ich das Gefühl, dass das eher Ende März passieren wird und du halt die Zeit noch sonst im März dich in Geduld üben musst und auch sollst, weil du das lernen sollst, loszulassen und einfach darauf zu vertrauen, dass es auch zum perfekten Zeitpunkt in dein Leben tritt. Also für manche ist, dass da Ende März etwas passiert, aber für andere von euch kriege ich auch rein, dass das, was du dir wünschst, im April, Mai auf dich zukommt. Also eine Sache davon, die du dir wünschst. Und dass es da halt diese Geduld gefragt ist. Oh wow, und dann hast du noch, dass das Glücklichsein dein Geburtsrecht ist, so schön. Und daran darfst du dich erinnern. Ich meine, du hast jetzt hier zweimal die Happiness und hier Happy Happy liegen. Und es wird etwas passieren, vor allen Dingen Ende März, worüber du wirklich glücklich sein wirst. Also das bekomme ich für viele hier rein. Ich glaube auch, dass für manche schon innerhalb Mitte März bis zu Ende irgendwas passiert, warum ihr glücklich seid. Aber Ende März passiert wirklich etwas, wo ihr wirklich für dankbar und glücklich seid. Lieber Stapel 1, ich hoffe, dir hat die Legung gefallen. Ich freue mich riesig über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen bei deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir schauen in die Botschaften zu den Portalen im März und welche Geschenke sie für dich bereithalten. Und du hast ja schon die zwei der Kelche gewählt. Und da geht es wirklich bei dir um Beziehungen. Es geht darum, dass vielleicht neue Soulmates reinkommen dürfen oder ein neuer Soulmate, beruflich wie privat. Es kann auch sein, dass du einen neuen Vertrag unterschreibst oder dir ein Angebot im Job zukommt. Es kann aber auch sein, dass du einfach eine wunderschöne Zeit in deiner Liebesbeziehung hast oder wenn du halt eine neue suchst, dass da jemand kommt im März oder auch neue Freundschaften. Das ist hier für jeden eine andere Botschaft. Wir gehen jetzt erstmal in die ersten Karten, lese ich dir vor und dann erzähle ich dir was über die verschiedenen Portale und wie du sie nutzen kannst. Und dann schauen wir hier noch weiter deine individuellen Botschaften an. Du hast den Körper, das ist wirklich um deine
ja, Connection zu deinem Körper geht, dass es darum geht, dass du dir wirklich bewusst bist, was dein Körper braucht, dass es Zeit im März ist für Self-Care, für Heilung, für deine Selbstliebe, gesunde Grenzen zu setzen und vor allen Dingen deine Energie zu beschützen. Also auch Schutzrituale zu machen und wirklich, ja, dir Gutes zu tun und deinem Körper. Wow, und dann hast du jetzt nochmal die grenzenlose Liebe und das war ja schon mit zwei der Kelchen-Verweis. Also bei dir, für die Singles da draußen, darf da vielleicht auch wirklich eine neue Liebe in dein Leben treten innerhalb des Märzes oder eben auch eine neue Freundschaft. Oder wenn das beides gar nicht das Thema ist, darfst du wirklich mehr in deine Selbstliebe eintauchen oder auch grenzenlose Liebe innerhalb deines Berufslebens, dass du wirklich etwas tust oder dich vielleicht auch nochmal veränderst, wo dein Herz richtig dabei ist. Das kriege ich hier auch rein. Ja, und dann haben wir hier den empathischen Starseed. Ich wollte schon Sternensaat sagen. Ja, mit halt, dass du wirklich absorbieren darfst, also Energie, die nicht deine ist. Und das ist ja immer ein großes Thema von Empathen, dass sie keine gesunden Grenzen haben und dass dann wirklich die Energie von anderen sich mit dir vermischt und du irgendwann gar nicht mehr richtig weißt, was ist eigentlich meine Energie und was ist nicht meine Energie. Und das ist halt hier etwas, was du im März noch mehr lernen darfst, zu Grenzen zu setzen und immer mehr herauszufinden, ja, was gehört denn zu mir und was gehört nicht zu mir. Und deshalb kamen jetzt auch die Schutzrituale rein. Also ich kann dir nur empfehlen, dir zum Beispiel ein schwarzes Turmalinarmband zu kaufen oder wirklich Cleansing-Rituale in der Badewanne zu machen, mit Salz zu baden, viel Frequenzen zu hören, eine Schutzengel-Meditation zu machen oder generell Schutzmeditationen, die mit dir connecten, kannst du auf YouTube kostenlose wirklich viele raussuchen. Frequenzen hören und auch wirklich deine Engel oder Spirits darum bitten, dass sie dich beschützen und dass sie dir helfen. Und man kann sich auch vorstellen, so in so einer goldenen Lichtkugel zu sein. Also das sind mehrere Sachen, die du da machen kannst. Beschäftige dich damit gerne, damit du wirklich ja, dich schützen kannst und find da halt auch deine eigenen Dinge, die sich auch für dich wirklich gut anfühlen. Schauen wir noch an die Karte. Du hast die Kraft. Ja, und das ist echt was, worein du gehen darfst im März, dass du dir deiner Kraft bewusst wirst und da wirklich dich auf deine Stärke besinnst und wirklich weißt, dass du wundervoll so bist, wie du bist und dass du halt auch wertvoll bist. Das hat halt damit auch was zu tun, in dieses, ja, Selbstbewusstsein zu gehen, in deinen Selbstwert, deine Selbstliebe und dass du dich halt auch von toxischen Dingen, also die Kraft ist halt die Tarotkarte, die im Tarot den Teufel besiegt, weil sie so machtvoll ist, dass sie genau weiß, was ihr nicht gut tut oder wer ihr nicht gut tut und wirklich bei sich bleibt. Und das ist, glaube ich, das, was du jetzt auch brauchst, um dich noch mehr zu schützen, dass du ganz klar für dich entscheidest, wer oder was tut mir gut. Und wenn mir irgendwas nicht gut tut, dann werde ich halt mich davon distanzieren. Und jetzt gehen wir aber auf die Portale ein. Also, durch die Portale im März geht es generell um die Themen Liebe und Beziehung, und das hast du hier ja auch schon liegen, und auch Reichtum zu kreieren. Und das ist also klar, innerer Reichtum sowie äußerer Reichtum, und das kann jetzt natürlich auch individuell nach deinen Zielen sein, auf was du hier dein Augenmerk legst oder was du gerade für Herzenswünsche hast. Und wir haben jetzt am 9.3. geht der Merkur in den Widder. Und da geht es um Beziehungen, und zwar entweder zu entscheiden, welche Beziehungen du wirklich fühlst und dass die auch tiefer werden können und auch auf eine andere Stufe gehen können, oder eben auch, dass Beziehungen, die einem nicht mehr dienen oder die beiden Seiten auch nicht mehr dienen, wo keine Entwicklung mehr stattfindet, dass die dann auch zerbrechen und getrennt werden. Und das kann ja beruflich wie privat sein. Dann haben wir am 10.3. den Neumond in den Fischen.
Und da geht es darum, dass du auf jeden Fall mit Affirmationen arbeiten solltest, dir klar darüber sein solltest, was du dir für Ziele setzen möchtest, weil Neumonde sind ja immer super, um neue Ziele zu setzen, die aufzuschreiben, um damit sie dann halt auch zum Vollmond zum Beispiel dann in Erfüllung gehen können. Und natürlich muss das nicht direkt der nächste Vollmond sein, kann es natürlich, aber muss es nicht. Und da wirklich dich hinzusetzen, zu journalen, Affirmationen aufzuschreiben, zu meditieren. Und es kann aber sein, dass du dich jetzt um den Neumond herum, also jetzt wahrscheinlich auch schon, wir sind ja schon kurz davor, dich müder fühlst als sonst. Und das ist, weil der Neumond in den Fischen ist. Und das ist ja in der ganzen, also die Fische sind connected mit dem 12. Haus im Horoskop und sind da halt ja mit der 5D-Welt connected und mit anderen Dimensionen. Und in diesem Vollmond, Neumond, sorry, bist du sehr viel in anderen Dimensionen unterwegs, egal ob du das bewusst wahrnimmst oder nicht, und deine Seele entwickelt sich da sehr krass und deine DNA kann sich da halt auch eben verändern und updaten. Und deshalb fühlst du dich so erschöpft, weil deine Seele wirklich sehr viel Arbeit leistet während dieses Neumondes. Und der Neumond ist sehr, sehr, also eine sehr kluge Zeit, aber auch generell im März, in dich zu investieren. Also wirklich in dich selbst zu investieren, in deine Arbeit, in dein Business oder kluge Geldinvestitionen zu tätigen. Aber der März ist nicht gut dafür, einfach nur Geld auszugeben. Das dient dir im März nicht. Das solltest du vermeiden. Dann haben wir am 11.3., dass die Venus in die Fische geht. Und da bekommst du so einen Kreativitätsboost. Es geht darum, dass du neue Ideen zum Beispiel auf einmal haben kannst und die solltest du aufschreiben. Für manche von euch kann es auch sein, dass ihr wirklich in so einen kreativen Flow kommt und dann ihr wirklich merkt, wow, meine Kreativität boostet gerade so und ich habe so viele Ideen und ich kreiere hier gerade so viel. Also, und dass du das dann halt auch umsetzen solltest am 11.3. und dich da auch wirklich, das ernst nehmen solltest, dass du da das, dass das so geboostert wird. Und dann kann es halt auch sein, dass du im Thema Liebe und Geld neue Sichtweisen bekommst oder neue Ideen oder dir Möglichkeiten gezeigt werden, wie du halt mehr Fülle kreieren kannst. Und das solltest du auf jeden Fall nutzen. Dann haben wir am 19.3., dass die Sonne in den Widder geht. Und am 20.3. ist der Frühlingsanfang. Und das bedeutet jetzt auch zusammen, ein neuer Zyklus beginnt. Und du solltest dich da sehr viel mit der Natur connecten und richtig auf dein Herz hören. Und wenn du halt auch Neuerungen einleiten möchtest, also ab dann beginnt der neue Zyklus. Ab dem 19. 20.3. Dann haben wir am 22.3. den Mars in den, also der Mars geht in die Fische. Und da ist die Zeit gekommen für Selbstreflexion und es kann zu einem inneren Konflikt kommen. Und zwar zwischen deiner Arbeit, dem Bedürfnis, Freizeit zu haben und dem Bedürfnis, auch genügend Ruhe zu haben und genügend zu schlafen. Und da darfst du wirklich in die Balance finden, diesen drei Dingen ausreichend Zeit zu geben und ja, und halt wirklich ausgewogen da zu leben, damit nicht eins überhand nimmt. Dann haben wir am 25.3. den Vollmond in der Waage und da geht es darum, dass wir da geht es darum, dass wir sorry. Genau, den Vollmond in der Waage. Da können auf einmal Neuigkeiten in dein Leben treten, die unerwartet sind. Und da geht es darum, wirklich, dass du ins Vertrauen gehst und weißt einfach, dass alles so kommen soll, wie es soll. Und wir haben noch zum Schluss am 29.03. den Asteroid Pallas, der rückwärts geht. Und da können noch mal vergangene Themen aufploppen und also vielleicht auch vergangene Menschen
oder vielleicht auch vergangene Situationen, die in den Kopf kommen, wo du nochmal reflektieren darfst und wo du vielleicht auch nochmal ja heute anders drüber denkst. Und es ist halt auch eine Zeit, bei der du wirklich das Gefühl dann auch hast, dass Dinge, die du gut gesät hast in deinem Leben, dass die auch wieder im Guten zu dir zurückkommen und dass andere Dinge in deinem Leben, wo du halt nicht wirklich, also vielleicht auch Dinge, wo du vielleicht was bereut hast oder nicht so was Gutes gesät hast, dass du da das Gefühl hast, dass das, ja, dass dann vielleicht auch solche Energien zurückkommen, die jetzt nicht unbedingt so gut sind. Schauen wir weiter in deine Karten. Dann hast du, ich weiß, dass wir uns halt nochmal begegnen werden und uns, ja, unsere Wege sich nochmal kreuzen werden. Das ist das eine, das andere, also es kam jetzt so, aber das andere ist auch, dass, dass jemand irgendwie auch dir zu nahe gekommen ist, und dass du da irgendwie das Gefühl hattest, okay, da musst du irgendwie nochmal eine Grenze setzen. Also ich habe hier irgendwie so zwei Richtungen. Das eine ist irgendwie, dass sich nochmal die Wege mit jemandem kreuzen werden, aber wegen diesem Crossed. Und dann aber auch, dass irgendjemand versucht, irgendwie nochmal über deine Grenzen zu gehen. Und du ja grenzenlose Selbstliebe lernen sollst und nicht mehr anderen gestatten sollst, über deine Grenzen zu gehen. Und für andere ist es aber, dass die Wege sich kreuzen und du neue Menschen kennenlernen darfst oder für den einen oder anderen auch wirklich nochmal ein Mensch aus der Vergangenheit kommt, wo nochmal irgendwas gelernt werden soll oder du nochmal eine Erkenntnis herausbekommen sollst oder der andere auch eine Erkenntnis gewinnen soll. Schauen wir weiter. Du hast die Feigen mit der Vitalität und ja, das ist halt jetzt auch nochmal dieser Querverweis auf deinen Körper, dass es wirklich darum geht, dass du im März auf deinen Körper achtest und etwas tust, was dir gut tut. Und vielleicht magst du ja auch Feigen, dann isst gerne auch Feigen, aber es geht halt auch generell darum, dass du gute, gesunde Nahrung zu dir nimmst, dass du vielleicht viel Obst, viel Gemüse isst und zu dir nimmst. Und vor allen Dingen auch mit dem Lila, das hast du jetzt auch zweifach mit dem Körper, dass es irgendwie auch nochmal darum geht, dass du dich um dein Kronenchakra auch kümmerst, weil das ja auch so in so einem hellrosa Lila ist, violett. Und da auch irgendwie nochmal auf jeden Fall dich um dieses Chakra vermehrt noch kümmern sollst. Das ist für manche hier noch die Botschaft. Schauen wir weiter. Oh wow, dann geht es darum, dass du dich mit deinem Soul Tribe, also mit deiner Soul Family umgeben sollst im März. Also triff dich da gerne mit Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Liebsten. Verbring Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin. Das wird dir einfach gut tun im März. Ja, und das ist hier nochmal, lass das aus der Vergangenheit gehen. Also lass Dinge gehen, die dir nicht dienen, wo Menschen ja über deine Grenzen hinausgegangen sind, wo es keine gute Energie gab, ein Job, wo jemand über deine Grenzen geht. Wirklich ist es Zeit, loszulassen und sich davon zu verabschieden und wirklich in die grenzenlose Selbstliebe zu gehen, um dann aber halt auch grenzenlose Liebe mit anderen zu leben. Und das ist ja halt immer der erste Schritt, wenn du dich nicht grenzenlos oder bedingungslos selber liebst, und dem Universum auch grenzenlos vertraust, wie soll sich das dann in deinen anderen Beziehungen zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deinem Partner, Partnerin, wie soll sich das zeigen? Schauen wir weiter. Ja, dann hast du flexibel mit der 19. Vielleicht hat die 19 für dich auch eine besondere Bedeutung. Es geht jetzt im März darum, dass du wirklich flexibel in deinem Denken bist und flexibel darin bist, auch für neue Ideen oder für neue Situationen, auch für neue Menschen, dass die auch anders sein können als Menschen, die du vorher kennengelernt hast oder auch neue Situationen. Es kann auch sein, dass dir neue Ideen ja einfallen, vor allem mit dem, dass die Venus in die Fische geht am 11.3.
Und du da einfach da wirklich das Gefühl hast, wow, ich bekomme hier Ideen rein, die habe ich noch nie gehabt und vielleicht in Bezug auf eine Karriere oder wie du Geld verdienen kannst oder vielleicht auch in Bezug auf das Thema Liebe, aber dann sei bitte dafür offen. Also das ist hier wirklich die Message, sei offen für neue Denkweisen, für neue Möglichkeiten, für neue Menschen. Was hast du noch? Du hast noch die Libelle, also vielleicht hat die auch für dich sowieso eine besondere Bedeutung. Und sonst recherchiere bitte noch die Bedeutung von der Libelle. Da können noch wichtige Botschaften für dich sein. Hier geht es darum, dass du immer der Richtung des Universums vertraust und dass du weißt, dass du geführt wirst. Und das ist halt wirklich auch der Schlüssel zu deinen eigenen Manifestationen oder zu deinem eigenen Glück. Dass du einfach weißt, das Universum ist immer da, es trägt dich und du bist halt wirklich, wirst immer geführt und vertraue da bitte auf dich und auf das Universum. Lieber Stapel 2, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Abo, dein Like und dein Kommentar. Wünsche dir einen wundervollen März auch mit diesen ganzen Portalen, die wir da haben. Es wird eine spannende Zeit. Schick dir ganz viel Love and Sunlight und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen bei deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Du hast ja die Herrscherin gewählt und schon hier mit diesen wunderschönen weißen Rosen und mit der Kerze. Und für dich ist es auf jeden Fall im März Zeit, mehr in in deine Empfangsenergie zu kommen und da wirklich, ja, dass tolle Sachen irgendwie auf dich warten und du halt in diesen Empfangsmodus gehen sollst, dass du halt die Geschenke, die Portale im März für dich bereithalten, dass du auch wirklich in der Energie bist, diese anzunehmen. Also das kriege ich hier ganz groß rein, dass du dich mehr um deine weibliche Seite kümmern darfst und da wirklich mehr in die Weiblichkeit gehen darfst, in deine ursprungsweibliche Energie, die ja diese Empfangsenergie ist. Und dass da auch in dir was Neues geboren werden darf. Also für manche halt auch wirklich der Kinderwunsch, aber für andere ist es ein Projekt, was geboren werden darf oder ein neuer Karriereweg oder ein neues Lebenskapitel, was geboren werden darf. Also was auch immer du für einen Herzenswunsch hast, was du Neues in dein Leben ziehen möchtest, du bist damit im März auf jeden Fall schwanger, so gesehen. Schauen wir jetzt weiter in deine Karten und dann werde ich auf jeden Fall auf die einzelnen Portale eingehen, die wir im März haben. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die ersten Karten an. Wir haben Fair mit der Balance, mit dem Karma-Ausgleich und dem Ergebnis. Und hier siehst du ja auch eine Waage. Also vielleicht bist du auch Waage oder du merkst sowieso, dass deine Energie jetzt irgendwie in den Karma-Ausgleich geht, also in einen anderen Energieausgleich. Und es kann halt gut sein, dass du in der Vergangenheit ein Macher oder eine Macherin warst und immer eher mehr gegeben hast, als du genommen hast. Aber du darfst jetzt wirklich mehr in diese Empfangsenergie gehen und auch endlich mal annehmen. Und das bringt dich halt auch wirklich nur in die Balance, weil wir müssen ja zwischen Geben und Nehmen eine Balance finden und nicht in dem einen mehr sein als in dem anderen. Und das soll jetzt wohl im März bei dir stattfinden, dass dadurch dann auch ein faires Ergebnis passiert, was wirklich dem höchsten Wohl dient. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben die 39 mit dem Herzenswunsch. Und da darf auf jeden Fall. Darfst du dir einen Herzenswunsch bewusst werden oder ein Herzenswunsch darf in Erfüllung gehen? Und die Nummer 39 kann auch ein Verweis darauf hin sein, ich bekomme hier rein für ganz wenige von euch,
dass du, wenn du 39 bist, ein Herzenswunsch dir erfüllt wird, den du schon jetzt vielleicht, also den du schon hast und dass der mit 39 erfüllt wird. Aber das ist nur für ganz wenige. Für andere spielt ja die 39 überhaupt gar keine Rolle, sondern es geht darum, dass du einen Herzenswunsch hast und dass du den schon in dir trägst und mit dem schwanger bist und dass der halt in dein Leben treten darf, jetzt ganz unabhängig von deinem Alter. Dann hast du die Star Family. Und da geht es darum, dass du jetzt wirklich auch neue Seelen in dein Leben rufen darfst, weil du halt Supporter-Seelen noch irgendwo also hast, die du vielleicht auch einfach gar nicht kennst. Und da geht es halt um neue Menschen auch. Natürlich auch um Menschen, die du sowieso schon kennst und die dir helfen, dass du auch im März ja, vielleicht auch um Hilfe bittest oder auch viel Zeit mit denen verbringst oder die dir auch einfach gute Dinge sagen und dich weiterbringen. Und darum geht es. Und das andere ist, also wie gesagt, für manche bekomme ich rein, dass du auch einfach wirklich schwanger bist und einen Kinderwunsch hast und dass du deshalb eine Seele ja, rufst, die wirklich dein Kind wird. Und für andere ist es aber auch zum Beispiel beruflich, dass ihr, wenn ihr auf Jobsuche seid, dass ihr ja neue Menschen kennenlernt, ein Jobangebot bekommt und dass das halt auch ein Teil eurer Star Family oder Soul Family ist und ihr die jetzt auch kennenlernen sollt. Und für andere ist es halt auch privat mit einem romantischen Partner oder halt auch neue Freundschaften. Dann haben wir die Muse der Inspiration. Und die Muse der Inspiration ist der König der Stäbe. Und das bedeutet, dass entweder ihr wirklich so jemanden kennenlernt, also ein Feuerzeichen, ein Löwe, ein Widder oder ein Schütze, oder ihr das selber seid und ihr einfach noch mehr in eure Kreativität und in euer Potenzial gehen dürft, beruflich oder halt auch privat und so halt noch mehr euch ja, euer Leben erschaffen könnt, wie ihr das wollt oder eben auch einen Herzenswunsch weiter am Manifestieren seid oder auch innerhalb des Märzes sich ein Herzenswunsch erfüllen darf. Oder ihr lernt halt so jemanden kennen, der in dieser kreativen Energie ist oder auch als spirituelles Vorbild dient und ihr diesen Menschen als Inspiration und echte Bereicherung in eurem Leben seht. So, lieber Stapel 3, jetzt schauen wir aber noch weiter in, also in die Portale und dann schauen wir in deine Karten weiterhin, weil du hast als Portal. Was haben wir im März für Portale? Wir haben am 9.3. den Merkur im Widder. Und da geht es darum, dass deine Beziehungen tiefer werden, entweder oder dass du ein Break-up haben kannst. Also wo du merkst, Beziehungen, die dir nicht mehr dienen, das kann privat wie beruflich sein. Dass die auseinandergehen ab dem 3.9. oder auch jetzt vielleicht schon kurz vorher im März. Oder du weißt es schon, vielleicht hast du auch schon längst gekündigt und das wird jetzt aufgelöst im März, ist vielleicht der letzte Monat, wo du dort arbeitest. Das ist hier für manche die Botschaft. Bei anderen ist es aber privat, dass du innerhalb des Märzes einfach merkst, dass manche Beziehungen dir auch nicht mehr dienen. Und für andere werden die Beziehungen wirklich tiefer, wo du merkst, nein, das passt super freundschaftlich oder beruflich oder auch romantisch. Genau, dann haben wir am 10.3. den Neumond in den Fischen. Und da kann es sein, dass du dich müder fühlst als sonst. Und weil es ist halt ein sehr transzendenter Neumond, weil die Fische sind halt so mit der 5D-Welt connected. Und mit deinem Unterbewusstsein. Und bei dem Neumond, also es kann ein paar Tage vorher, ein paar Tage nachher sein, kannst du auch wirklich dich sehr, sehr müde fühlen, weil deine Seele sich sehr krass am Entwickeln ist in anderen Dimensionen. Deine DNA kann sich da auch verändern. Du kannst halt wirklich auch nochmal so ein Updates bekommen von deiner Energie, vom Universum, halt auch so Botschaften nochmal erhalten. Und deshalb fühlst du dich müde, weil deine Energie einfach in mehreren Dimensionen gleichzeitig ist und deine Seele sich da versucht, wirklich extrem weiterzuentwickeln. Was generell sehr wichtig ist für den März, ist, dass du investierst und zwar in dich selbst, in deine Arbeit, vielleicht auch sehr kluge Geldinvestitionen tätigst oder in dein Business.
Und das wird nämlich dazu führen in den nächsten Monaten, dass du diese Investments, also auch wirklich was davon hast und dass die sich auszahlen, egal ob das jetzt immateriell oder materiell ist. Was du im März generell aber nicht tun solltest, ist einfach Geld zu verschwenden oder auszugeben für Dinge, die du nicht wirklich brauchst oder ja, generell auch eher in Sparmodus zu gehen als auszugeben. Dann haben wir am 11.3., dass die Venus in die Fische geht. Und da bekommst du einen richtig krassen Kreativitätsschub und Boost. Und du kannst da halt, wenn du sowieso sehr kreativ immer bist, kannst du da wirklich diesen Flow nutzen. Aber auch für Menschen, die sich sonst vielleicht nicht so als kreativ bezeichnen würden, weil wir oft Kreativität auch falsch verstehen, weil jeder von uns ist kreativ, aber wir verknüpfen das ja manchmal nur mit Kunst oder nur mit Musik und das ist ja überhaupt nicht alles von Kreativität. Das aber, wenn du eher das Gefühl hast, okay, ich habe nicht so einen Zugang zu der Kreativität, dass aber auch da neue Ideen wirklich reinkommen können und du solltest dir die unbedingt aufschreiben, weil dadurch du dir vielleicht neue S Sichtweisen wirklich aneignest in Bezug auf Liebesdingen und Freundschaften und auch in Bezug auf Geld. Es können sich auch neue Möglichkeiten zeigen, wie du weitere Einnahmen generieren kannst. Und deshalb achte da bitte am 11.3. oder die Tage darum sehr drauf, weil da hast du einen Kreativitätsschub. Am 19.3. geht die Sonne in den Widder und am 20.3. haben wir den Frühlingsanfang. Das bedeutet jetzt auch noch beides, dass der neue Zyklus beginnt, weil da beginnt das neue astrologische Jahr, weil Widder ist ja das erste Sternzeichen im Tierkreis. Und da geht es wirklich darum, dass du etwas Neues beginnen kannst, dass dir neue Ideen auch wirklich kommen, dass du neue Ziele ja, darauf hinarbeiten solltest und dass sich vielleicht auch ein neues Ziel schon zeigt. Und du solltest unbedingt in die Natur viel gehen und vor allen Dingen deinem Herzen folgen. Und auch ja, deinen Herzenswünschen und deiner Leidenschaft und Begeisterung, wo dein Herz wirklich für schlägt. Am 22.3. geht der Mars in die Fische. Und das ist eine Zeit für deine Selbstreflexion. Da geht es darum, dass du vielleicht einen inneren Konflikt spürst zwischen der Arbeit, deiner Freizeit und dem Bedürfnis, viel zu schlafen und sich auszuruhen. Und da geht es halt wirklich darum, dass du versuchst, eine Balance zwischen den Dingen zu finden. Dann haben wir den Vollmond am 25.3. in der Waage. Und da kann es zu plötzlichen Neuigkeiten kommen oder unerwarteten Neuigkeiten. Und da darfst du wirklich ins Vertrauen gehen, ins Universum, dass du mit jeglicher Neuigkeit oder auch neuen Wende, mit der du, also die du vielleicht einfach nicht erwartet hast, dass du mit der umgehen kannst und dass du das Vertrauen hast, dass alles so ist, wie es sein soll und dass du deinen Weg gehst. Dann haben wir noch zum Schluss das letzte Portal im Endeffekt, das Pallas, also der Asteroid Pallas, in also rückwärts läuft ab dem 29.3. Und da kann es sein, dass du mit vergangenen Dingen oder Menschen konfrontiert wirst, und die gezeigt wird, dass das, was du Gutes gesät hast, jetzt zu dir zurückkommt, oder hast du halt in der Vergangenheit was Schlechtes gesät, dass das auch zu dir zurückkommen kann, weil es da um einen Energieausgleich geht. Und du kannst natürlich auch wichtige Erkenntnisse haben ab dem 29.3. zu vergangenen Dingen und dass du halt auch einfach die Lehre für dich hast, dass du heute Dinge anders machen würdest oder dass du heute mit Dingen oder Menschen anders umgehst als in der Vergangenheit. So, jetzt schauen wir weiter in deine Karten. Wow. Hier geht es darum, dass du dankbar bist für deine spirituellen Lernaufgaben. Also das ist etwas, was du vielleicht Ende März auch wirklich sagen wirst oder vielleicht auch jetzt schon in dem Bewusstsein immer mehr bist, dass du so dankbar für all die Erfahrungen bist, die du gemacht hast und für deine spirituelle Entwicklung. Dann hast du hier den Snapdragon. Ich weiß überhaupt nicht, was das übersetzt heißt. Ich wollte das eigentlich noch nachgucken. Es tut mir leid. Ja, mit der Purification. Und da geht es, glaube ich, nochmal darum, in
Also, ich bekomme hier so rein, also erstens Dragon, dass du da wirklich in deine, ja, in diese Raw-Energie gehen darfst, also dass du dann in dein inneres Feuer irgendwie gehen darfst, dass du auch mit Drachen, wenn das ein, etwas ist, wirklich dich connecten darfst. Und wir sind ja auch 2024 im Drachenjahr. Und da wirklich nochmal, ja, in auch so Intention gehen sollst. Also du sollst auch einfach in deine wahre Natur gehen. Das kriege ich auch so rein, so wirklich dein wahres Ich zu zeigen, deinen wahren Kern noch weiter zu entdecken oder auch den wahren Kern noch mal mehr hinter den spirituellen Erfahrungen oder Lernaufgaben, die du hattest, dass du da noch mal zu diesem Kern ja durchdringen darfst, irgendwie zu der Essenz, also noch mal mehr so in deinen Diamanten, den du innerlich in dir trägst, wirklich zu entdecken. Dann haben wir hier, dass es für dich gut wäre, wenn du deine Wohnung nach Feng Shui ausrichtest. Das bekomme ich für manche rein, dass das hier die Botschaft ist, sich mit Feng Shui zu beschäftigen, wenn du es eh nicht schon tust oder vielleicht auch nochmal, wenn du sowieso schon mit Feng Shui arbeitest. Aber für andere kriege ich hier auch rein, dass es wichtig wäre, dass ihr mehr Pflanzen in eurer Wohnung habt. Oder halt auch wirklich mit diesem heiligen Space, also dass ihr wirklich euer Zuhause zu einer Wohlfühloase gestaltet. Also das bekomme ich auch für viele von euch rein. Dass es darum geht, dass ihr vielleicht nochmal ausmistet im März, wirklich so einen Frühjahrsputz macht und da wirklich nochmal vielleicht was umstellt oder umkreiert oder ja, vielleicht auch nochmal, vielleicht euch da auch was Kleines vielleicht an Deko noch mal neu anschafft oder also irgendwas auf jeden Fall so macht, dass euer Zuhause eure wahre Wohlfühloase ist oder eben für manche wirklich sich ein paar Blumen zu kaufen oder ein paar Pflanzen oder auch im März passend zum Frühlingsanfang wirklich öfter irgendwie Blumensträuße zu haben, damit ihr euch einfach richtig, richtig wohlfühlt in eurem Zuhause. Dann haben wir noch die klare Kommunikation, dass es da wirklich darum geht, und das kriege ich aber rein in Bezug wirklich auf eure Wünsche und Affirmationen in Bezug auf das Universum, dass ihr ganz klar kommuniziert, was wollt ihr wirklich, was wünscht ihr euch wirklich von Herzen und das mit dem Universum auch macht, um so zu manifestieren und mit euren Affirmationen ganz klar aufzuschreiben, was ihr möchtet, aber auch mit anderen Menschen, also auch mit eurer Soul Family, ganz klar zu kommunizieren, was wünsche ich mir innerhalb von einer Freundschaft, innerhalb von einer Liebesbeziehung, aber auch innerhalb eines Arbeitsumfeldes, was möchte ich oder was möchte ich auch, was sich jetzt in meinem Leben verändert. Was ist wirklich gut daran? Was liebe ich an meinem Leben? Und wo möchte ich eine Veränderung? Und das ganz klar zu kommunizieren. Dann habt ihr The Fates. Und mit der Nummer 17, das ist ja auch der Stern im Tarot, hier sieht man ja auch schon die Sterne. Und da geht es wirklich darum für euch, in das Vertrauen zu gehen, dass alles so ist, wie es sein soll, dass ihr manche Dinge auch im Universum vielleicht nie verstehen werdet oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass das in Ordnung ist, nicht alles zu verstehen und alles zu kontrollieren, sondern dass das Universum seinen eigenen Plan hat, dass eure Seele ihren Plan hat und dass der schon verfolgt wird, richtig. Und vor allen Dingen auch in Bezug auf andere Menschen, dass ihr versteht, ihr könnt niemanden ändern, ihr könnt niemanden kontrollieren, ihr könnt nur also entscheiden, wie ihr mit Situationen oder Menschen umgeht oder wie ihr darauf reagiert und wie ihr denken wollt oder was du fühlen möchtest. Aber das kannst du nicht für andere Menschen. Und es wird halt auch immer wieder Situationen geben, durch andere Menschen verursacht, die du nicht kontrollieren kannst.
Und damit wirklich in diese pure Akzeptanz zu gehen, dass das so ist und dass das in Ordnung ist, weil alles dir Erfahrungen gibt und dass das halt Teil deines Seelenweges ist, auch wen du triffst und was für Situationen du bist. Aber du hast die Macht für dich zu entscheiden, wie gehe ich damit um. Schauen wir uns noch die letzte Karte an. Oh, und da geht es darum, dass wenn du mit Liebe wirklich ja, dich connectest, alignst, im Endeffekt auf die Frequenz von Liebe gehst, dann wird dir eine klare Richtung gezeigt. Und das ist nämlich das, was ich hier für manche reinbekomme, dass du dir wünschst, dass dir diese klare Richtung gezeigt wird, wie dein Wunsch sich erfüllen kann. Du aber innerhalb des Märzes vielleicht auch das erstmal gar nicht siehst, sondern das dann vielleicht Ende März auf dich zukommen kann, dass wenn du immer mehr mit Liebe connectest, in diesen Empfangsmodus gehst, in die Selbstliebe gehst, deinen Selbstwert wirklich immer mehr erkennst, das auch lebst mit anderen Menschen, du da auch wirklich darum bittest, dass neue, deine Soul Family, wirklich neue davon, auch neue Soul Members in dein Leben treten und du mit Liebe wirklich connectest, dass dir dann der Weg immer mehr gezeigt wird. Lieber Stapel 3, ich freue mich auf deinen Kommentar, dein Abo und dein Like. Wünsche dir einen wundervollen März mit diesen ganzen Portalen. Also es wird extrem spannend und schick dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal.